Miau, willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir sind eine Little Sister. Heidi Hole. Da hinten ist noch eins. Eben hat der Pfeil noch hierhin gezeigt. Seht mal. Mann, wie schön. Ich will es jetzt gerade gar nicht zu eilig haben, weil ich hier das ein bisschen genießen möchte. Wie das hier für uns aussieht. Nicht furchteinflößend und dunkel. Da ist Eleanor. Hier sind wir jetzt. Hier haben wir eben gekämpft. Jetzt seht euch an, wie anders das ist. Ganz ehrlich, da wäre ich hier lieber eine Little Sister. Ist doch nicht, komm. Erzähl mir nix. Dann komm. Achtung. Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Ich will das Audiolog unbedingt. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt, sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Ganz kurz, ja. Sophia Lamb will natürlich auch nur das Beste für ihre Tochter, quasi Eleanor. Auch wenn das aus ihrer Sicht etwas ganz anderes ist, als das, was wir für das Beste halten. Im Endeffekt hat sie nur so gehandelt, wie sie es dachte, dass es auch für Eleanor am besten ist. Ich fand es übrigens schön, dass wir nochmal gesehen haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben, die drei. Auch wenn zwei davon meiner Meinung nach negativ waren. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Und daran erinnere ich mich noch. Das sind ja jetzt keine Splicer, ne? Wir haben keinen Big Daddy, der uns beschützt. Wir haben auch keine Waffen. Also ich bin so oder so fucked, wenn die uns angreifen sollten. Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu splicen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. Tja. Sieh hier, Rosenblüten. Ich finde es so schön, dass wir jetzt sehen können, wie das für die Little Sisters aussieht. Werde ich dann angegriffen, wenn ich das tue? Ich kann nicht speichern.
Warum sieht es kurzzeitig so anders aus? Da die Schmetterlinge, wie von Sophia. Bioshock ist einfach eine der besten Spielereien, die es gibt. Ich muss das jetzt gerade wieder sagen. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Komm her, verfluchte Scheißball! Du kannst den Dollar behalten, ey. Oh, so eine hätte ich so gerne. Ich will auch so eine Puppe. Daddy means Aunt Grace. Tante Grace, ja. Die einzige, die wir hier verschont haben. Lange nichts mehr von ihr gehört, ehrlich gesagt. Ja. War aber eine Zeit lang sehr wichtig hier drin. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Nein, ich sehe es lieber so, ehrlich gesagt. Auch wenn es alles nur manipuliert ist, wer würde denn da freiwillig tauschen wollen? 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Da drin liegt noch ein Engel und ich möchte gern das Adam haben. Ja. Und ich hoffe zumindest, dass es gut geht. Schutzschalter. Ja, und schon sind die Schmetterlinge ekelhafte Fliegen. Wow. Darum bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt wieder so weiterspielen können. Kann auch sein, dass der Schutzschalter die Tür jetzt aufgemacht hat, aber ich riskiere es mal nicht. Schließlich stehen da draußen 2 Kerle rum. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Okay. Reparaturwerkstatt. Oh Gott, die Geräusche auch. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Walter Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann, ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Eleanor ist tatsächlich ein starker Charakter. Jetzt will ich gucken, was da steht. Es geht nämlich um Pool. Daddy trifft Onkel Stanley. Ist das unterschiedlich, je nachdem, wie wir die Entscheidung getroffen haben? Das fände ich echt mal sehr interessant. Ich hab Schiss vor denen. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Interessant. Oh Gott. Okay, und jetzt ab in ein Hidey Hole, richtig? Jetzt sind wir hier oben, okay. In einem hatte Mutter recht.
Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich hoffe, das fällt positiv aus. Ich hasse die schlechten Enden im Spiel. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat. Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Was wäre denn, wenn wir die hier von Anfang an ausgebeutet hätten? Boah, das wüsste ich jetzt so gerne. Eleanor. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Okay, worum geht's jetzt? Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Okay, interessant. Ich habe ja noch einen Slot übrig. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Okay. Nun ja, jetzt können wir das. Das Spiel hat wirklich da noch ein paar gute Sachen auf Lager, ne? Das muss man dem Ganzen wirklich lassen, wie wir jetzt nochmal ausgerüstet werden. Das ist ja heftigst. Das ist ja richtig heftig. Den hat sie einfach weggefletscht, die Gute. Warum läuft sie denn jetzt nicht direkt mit uns hier raus? Kann Eleanor wohl immer nur für einen Gegner holen. Nee, da ist sie doch. Glaube ich nicht. Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Ja, ja, ich hab ja gar keinen. Versuch nur, mich von meinen Schwestern fernzuhalten. Bitte, was? Fix und fertig, Vater. Wer ist jetzt dran? Eleanor ist so gut. Ja, oh mein Gott, ich bin mal gespannt, wie lange es noch weitergeht. Ich mache hier nochmal einen Cut. Ja, gucken wir doch mal, wie hier mit Eleanor durch Rapture kommen. Ich bin auch gespannt, wie lange sie hier bleibt jetzt mit dem Plasmid. Naja, ich glaube, ich werde sie relativ schnell wieder zu uns rufen, wenn sie weg ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis morgen.